Sag mal, was machst du da mit mir? Ich bin weg. Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Spiel. Wir spielen heute Mad Adventures. Vierter Tag der Community-Woche. Und das erste, ich habe nur gehört, dass er es getan hat. Ich habe nicht gesehen, dass er es getan hat. Der hat mich einfach aus der Map geprügelt, der Penner. Perfekt, so fängt es an. Ja, und irgendwie sitze ich bei dir dann irgendwo rum. Ach ja, da, daraus wollte ich erst noch was Spezielles machen. Der Akaya hat sich mit meinen YouTube-Kollegen zusammengetan und sich einen neuen Avatar gemacht. Ich sehe hier den ausrastenden Shining die ganze Zeit an der Seite. Der rastet richtig aus. Und ihr dürft euch auf das Ergebnis hier freuen. Der fehlt das noch auf das alte da angerichtet. Der neue Akaya! Yay. Es sieht lustig aus, wenn ich sehe, wie die Interaktion zwischen stehend und redend ist. Das sieht man halt immer erst im Nachhinein. Also ja, wenn, irgendwie weird. Aber ist in Ordnung geworden, finde ich. Also ich finde, die haben dir gut geholfen. Es ist ein Partyspiel, soweit ich das gesehen habe. Akai hat da schon mal reingeschaut, vielleicht kann der da ein bisschen mich korrigieren. Naja, man könnte es irgendwie auch schon wie so eine Art Roguelike bezeichnen irgendwie. Ein Roguelike Partyspiel. Wo man sich aber auch gegenseitig auf die Fresse hauen kann. Also die Beschreibung war, entweder man hilft sich gegenseitig oder man haut sich gegenseitig nur komplett auf die Fresse. Na, also es gibt ja auch wirklich Versus-Matches, wo man wirklich gegeneinander kämpfen muss. Das sind dann irgendwie Team Rot und Team Blau. Das hier ist übrigens der Roguelike-Teil. Man kann sich da hier so mit Münzen was kaufen. Hautfarbe ist einfach entsprechend der Teamfarbe. Das ist da hochgekommen. Ja, Fragen über Fragen. Ah, ich hab's geschafft. Ja, den Charakter konnte man sich hier tatsächlich auch komplett selbst erstellen. Mit Rechtsklick kann man übrigens heilen. Kostet ich... aber ein Mana, glaube ich. Und das ist dieser Blitz, den wir unter den Leben haben. Das Mana. Ja. So, ich starte dann mal, ne? Vor allem einfach die weiblichen Proportionen, ey. Die weiblichen Proportionen fand ich so AIDS, als ich sie gesehen habe. Hier müssen wir jetzt Engineers finden, um unsere Bomben zu entschärfen. Können okay. Wir währenddessen aber auch Geld sammeln mit den Bomben. Oh, Mike, Shane, ich habe sie gefunden! Ah, da! Die Fuse Bomb! Ich habe rausgefunden, was du meinst, okay. Oder man prügelt sich die Bomben eventuell auch gegenseitig. Ja, das ist halt dieser Part, entweder man hilft sich gegenseitig oder man zerstört sich. Man kann sich auch Münzen aus dem Leib prügeln. Kann man, aber wir teilen wir uns die nicht eh? Geht weg von mir! Doch, bleib bloß weg! Münzen, glaub ich. Was ist das für ein Fass? Oder? Oh, ich habe ein Geldfass gefunden. Wenn das Spiel uns gefällt, dann würde ich das im neuen Jahr tatsächlich sogar noch ein paar Mal öfter spielen. Nein! Ich habe schon wieder die Scheißbombe. Hier, oh, danke, dass du sie mir abnimmst. Hey! Ich hab Münzen, ja. Aber eigentlich ist es relativ egal, wer die Münzen hat, weil wir müssen für die Upgrades eh zusammenlegen. Komm her, gib mir deine Münzen. Für die Upgrades müssen wir doch eh zusammenlegen. Im Übrigen, ich habe eine Vorhersage gestartet, ob ich die erste Runde gewinnen werde. Da könnt ihr abstimmen, wenn ihr wollt. Dann kriegt ihr so ein paar Kanalpunkte, wenn die richtig liegt. Man kann hier nicht gewinnen, Shining. Ja, das wusste ich im Voraus nicht. Ich habe ja nur in den Trailer geguckt. Der Engineer ist hier oben, falls ihr ihn sucht. Jetzt sitzt er wieder woanders, ne? Ah, gefunden. Da hinten sitzt er. Jeder Bombe ist ja woanders. Okay, ich sehe den Parcours. Hopp, hopp, hopp. Münzen. Die Kiste, ja. Ich habe 20 Münzen. Was ist da los? Boah, mit 20 Leuten. Nein, bleib weg von mir. Das geht übrigens so lange, bis keiner mehr Leben hat, glaube ich. Ah, okay. Ich habe ein neues Item. Dann können wir noch sagen, ich habe gewonnen, wenn ich als letzter lebe, okay? Und wenn ich sterbe, dann zählt es als verloren, okay? Oh, wir gegen Zuschauer, Fußball. Und guck mal, mein neues Schwert. Leute, man kann sich auch so gegenseitig das Geld aus dem Leib prügeln. Komm, wir verprügeln den Roten. Kann ich euer Leben dann wieder auffrischen? Wenn ich euch jetzt heilen will, mit dem Mana,
Ey, ich mach jetzt noch ein Tor. Ajo. Ich verprügel währenddessen hier den Roten. Ah, man muss ihn schlagen, okay. Ja, musst du. Guck mal, nicht mehr der Eigentorkönig. Für jedes Tor gibt es übrigens auch Münzen. Okay, dann habe ich ja noch eine Begeisterung. Nein! Münzen! Ich bin dafür, wir hauen die Münzen aus dem Roten raus. Ey, mir gefällt das Spiel jetzt schon. So was, ich aber funny. Was ich echt nicht so gerne mag, ist, dass man sich hier so krass die Münzen aus dem Leib prügeln kann. Münzen! Der hat einen Baseballschläger, der Kranke! Wie, der hat einen... Ja, aber das konnte man sich doch aussuchen, welche Waffen man hat. Ich hab ein Schwert, aber ich hab keinen Katana. Für die Zuschauer, die jetzt gerade nicht mitspielen oder das im Nachhinein gucken. Mein Schwert, man konnte... Das habe ich eben bekommen. In der Runde davor. Ball. Man kann sich zwischen einem Hammer, einem Baseball und einem Schwert am Anfang entscheiden. Man schaltet da auf jeden Fall auch Sachen frei. Wir gönnen dir das Tor nicht. Boah, das müssen wir unbedingt mal mit richtig vielen Leuten spielen. Das wird ja richtig chaotisch. Vor allem werden wir uns so die Münzen aus dem Leib prügeln. Ich habe nur die Münze gesehen. Ich glaube, der Rote hat keine Münzen mehr. Nein, ich habe Eigentor gemacht. Man kann zeig ich dir, wie man ein Tor macht. Kontrollieren. Ich zeig dir, wie man ein Tor macht. Ich werde uns gleich das Jump-Upgrade holen. Ich habe Münzen. Ich habe Shane noch mal ein paar Münzen rausgeprügelt. Ich sag mal nicht, wie viele Münzen ich habe, weil dann würden alle auf mich gehen. Oh, scheiße. Ah, nee, wir haben beide die Krone. Capture the Flag! Wieder ein Team-Game. Ja, mal sehen. Wir beide wieder gegen ich. Ich bin mal gespannt. Ey, lass meine Münzen. War ich nicht. Nehmen wir uns die Plattformen weg? Okay, man darf nicht runterfallen. Ja, das ist denn HP ab. Vor allem Dingen, die Musik ist auch noch so richtig geil. Also, die macht Laune. Ich habe meine eigene Musik hier im Hintergrund an sich laufen. Du musst mal die Ingame-Musik hören, die ist richtig geil. Kann ich die? Ja, ich kann sie dir aus der Hand schlagen. Meine. Du gibst dir die Flagge wieder. Nein! Nein, gib mir doch die Flagge! Ich sorg dafür, dass du runterfällst. Nein! Wir sind zwar im Team, aber in dem Fall nicht. Ja, geh auf ihn, er hat die Flagge! Ihr kriegt mich nicht. Ich hab keine Münzen! Hui! Ich bleib mal hier bei der Basis. Oh. Ey, du lässt meine Münzen in Ruhe. Brainball Quilton, get through the hole in the wall. Boah, die Partygames sind hier richtig lustig. Boah, wie blutig ich aussehe. So in etwa. Warte! Du hast mir meine Münzen geklaut, die habe ich mir wiedergeholt. Ihr habt mir doch schon alle Münzen genommen, was wollt ihr von mir? Guck, man kann sterben. Ja. Und die gestorben sind, sind glaube ich raus, bis die Expedition vorbei ist. Ich konnte es nie ausprobieren, weil ich habe halt alleine gespielt. Oh no. Du bist der Letzte. Ja, und ich kann direkt gleich einfach das Jump-Upgrade kaufen, alleine mit meinem Geld. Ich habe 59 Münzen. Jetzt habe ich 61 Münzen. Ich bin reich. Kann mich nicht irgendwer heilen? Ich weiß, dass man hier auch freischalten kann, dass man HP aufheben kann durch solche Kisten und so. Denn ist dann mit einer... Das Level, das Game drin. Ist ja eigentlich voll einfach. Ich glaube, da musst du nach ganz unten. Ja, ich weiß. Ja! Nein! Egal, ich habe genug Münzen für das Jump-Upgrade. Ich muss euch ja auch wieder spielen lassen dürfen. Ja, genau, hätte ich auch gesagt. So, jetzt kaufe ich mal hier das für uns. Ach nee, scheiße, das ist ja teurer geworden. Komm, übrigens, Shane, hast du noch 10 Münzen? Übrigens, in der Lobby gibt es auch immer mindestens eine versteckte Münze und eine Kiste, glaube ich, hin und wieder. Man kann auch hier die Münzen noch aus einem rausprügeln.
Naja, ich sammle mal die Münze hier oben auf dem Ball. Auf dem Ball? Ja, hier. Ich komm runter vom Himmel. Da ist ein Ball. Und es fehlen noch 6. Nein! Kein Jump-Upgrade, weil wir einen dritten Spieler haben. Der hat noch Münzen gebunkert. Ja. Nur noch 4. Oh, hier können wir richtig viele Münzen sammeln. Oh, was ist denn das? Just stay alive. Stay alive. Ja. Stay alive. Also, du musst wirklich einfach nur überleben, basically. Wir können uns aber hier auch in die Gegner reinschubsen. Gegner? Gegner. Die kommen mir irgendwie bekannt vor. Okay, man kann die nicht bekämpfen. Nö. Da ist ein Knopf. Du kannst übrigens gegen sie laufen, du darfst nur die Zähne nicht berühren. Was ist das da für einer? Der blockt dich, weil das halt die der Rand der Map ist. Ich finde das eine ziemlich lustige Art und Weise, wie sie den Rand der Map markiert. Shane, haben. Komm, versuch mal an dem vorbeizulaufen, während ich ihn hier so halte. Oder Akaya? Nee, ich glaube, das geht nicht. Außerdem sehe ich dich nicht. Hier, bei mir. Versuch mal an dem jetzt vorbeizukommen. Nein, da ist eine Münze außerhalb von der Map. Ja, die Münze kann auch außerhalb der Map spawnen. Ich halte sie fest. Ein Roguelike Party Game, das hatte ich auch noch nie gesehen, ne? Kannst du mir Heilung geben, Shining? Ich gebe dir Heilung. Oh, danke. Warum hast du mich nicht gerade hingeheilt, wo ich es wirklich gebraucht habe? Um Gottes Willen. Da haben wir die Münzen aus uns rausgeprügelt. Warum soll ich dir was geben? Schnell, hier liegt noch so viel. Oh ja, der Parcours, den habe ich ein einziges Mal bisher zu Ende gemacht. Naja, ich habe ihn auch erst zweimal gehabt. Warte, Shane, bleib mal stehen, ich heil dich. Ich habe kein Mana. Mana hat man anscheinend wirklich nur eins pro Runde, außer man upgradet. Oh, da sind Kisten. Ich sammle mal eben kurz hier das Geld, bevor ich den Parcours mache. Shane mach. Ist so ein Verräter. Wieso? Er hat mich runtergehauen. Dafür wird er büßen. Wisst ihr was? Ich nehme den schweren Weg. Was für schweren Weg? Au! Shane ist runtergesprungen, nur damit er mich hier runterhauen kann, aber nix da. Ihr macht das! Ich bin draufgesprungen und danach hat mich instant eine Säge runtergesäbelt. Also ich habe 2 Hits kassiert gleichzeitig. Shane ist tot. Yay. Mission erfüllt. Und wie sieht's bei dir aus, Shining? Bin tot! Wow. Ich bin in diese Kreissäge da rechts reingefallen und die hat mich instant runtergeschoben. Ich zeig dir mal, wie das geht. Komm ich hier wieder runter? Du zeigst mir, wie das geht! Ja, da kommen wir nicht mehr runter. Egal, ich habe genug Münzen fürs Jump-Upgrade. Damit wäre ich darüber gekommen. Renn? Ich würde sagen, ja. Mit Shift beschleunigen wir übrigens ganz schnell. Wir müssen die Uhren einsammeln, damit wir unten ankommen können. Snubber-Time! Woo! Um Gottes Willen, das sind Kreissägen! Wer hat sich denn das ausgedacht? Kisten auf der Strecke. Ey, wer ich als Sadist hat sich denn das mit den Kreissägen auf einer Strecke ausgedacht? Der ey, wie man sich einfach hier weiterbrücken kann. Ich weiß nicht, merkst du denn was von dem kann. Ja, merkst du was von dem Jump Upgrade? Ich glaube, am Anfang merkt man da noch nicht so viel. Und noch mehr Kreissägen. Yay, Shining. Oh Gottes Willen. Oh Gott, später, später kommen sogar noch Doppelkreissägen und sowas. Hilfe. Und auch schwingende Kreissägen. Ja, ich sehe die. Ich sehe jetzt die schwingenden Äxte. Nein. Ich lebe aber doch. Und am Ende musst du alle Speedbooster, glaube ich, einsammeln, damit du durchkommst. Meine Münzen. Okay, bei den Jumpfeldern springe ich nicht mehr. Ich habe einfach 2 HP verloren, weil ich runtergefallen bin. Ja, ich hab, mir ist es ähnlich passiert. Ich hab die Axt erst abbekommen und dann bin ich runtergefallen. Ja, bin tot. Ich bin einmal runtergefallen nur und hab 2 HP dadurch verloren. Und Sprung.
Jo, also ich springe richtig hoch, habe ich das Gefühl. Vor allem hier. Ich schau dir zu. Die anderen sind tot. Ich freue mich, ich war sogar schon hier unten und bin einfach hier über Alter. Die Rampe rausgesprungen. Alter, ist das Rennen schwer. Oh, dann würde ich so gerne mitmachen. Oder leben wir wieder? Ja, ihr lebt wieder, weil ich lebe. Wollen wir uns einigen und wir treffen uns alle in der Mitte? Ach ja, die wichtigste Taste, ne? X. Ich weiß. Vor allem für diesen Modus. Oh, schwarz. Was heißt das? Ach so, wir müssen auf der... Ich wollte gerade sagen, Whip Shining. Jetzt hier ist übrigens alles langsamer, wenn wir denn auf den Plattformen sind. Magst du mich heilen? Dann heile ich dich. Ich heile euch auch. Ich wollte ihn heilen, aber irgendwie ging's nicht. Zeitrufe. Ich hab noch einen Mana. Hab dich geheilt. Ja. Ich bin farbenblind, ich hab weiß gesehen. Blau? Blau. Vor allem hier ist wirklich alles in Zeitlupe, wenn wir hier im Space sind. Schwarz. Wir laufen ja auch einfach in Zeitlupe. Ich bin out of Mana. Ja, man hat halt nur einen Mana, aber das können wir upgraden, dass wir mehr Mana haben. Der Dance, den wir machen, ist aber auch so awesome. Schnell auf Rot. Du hast den Krieg angefangen. Du bist bei mir auf die Plattform gekommen, in meine Richtung. Du hast also den Krieg provoziert. Das ist echt passiert, Shane. Keine Sorge. Ich habe ihn geschlagen. Er ist runtergefallen eigentlich. Aber weil hier es wieder gewechselt hat, ist er auf einmal wieder oben gespawnt. Was macht ihr da? Shane hat mich auch angegriffen. Ich bin einfach aus dem Nix nochmal abgesprungen. Ich habe noch ein neues Schwert bekommen. Der Boden ist Lava. Oh, diesmal ist es wirklich Lava. Ja, und ich habe sogar diese Map als einzigste bisher noch nicht geschafft. Weil ich bin einfach hier bei den Mülleimern direkt runtergefallen. Er hat sich mit Leshita angekündigt. Shane? Ja, ist gut, ich lass dich. Ich will nur lebend ankommen. Ich habe halt keinen Plan, wie das... Hilfe, eine Mikrowelle. Die Dangerous Mikrowelle. Shane ist tot. Oh, der mit dem Boxhandschuh, Junge. Der muss tot. Um Gottes Willen. Ich mach das. Nein! Shane! Ich sorg dafür, dass er wieder lebt. Der Roombot. Ein Roomba! Ah, jetzt muss ich warten. Das ist der Blitz da oben links. Ich glaube, der muss gefüllt sein, der Blitz. Ja, bei mir ist auch ständig ein Blitz, aber der sagt mir trotzdem out of Mana. Okay, also wenn man hier runterfällt, wird man einfach springt man einfach in die Luft und kann direkt wieder sterben. Okay, vorsichtig. Oh no, die Billardbälle. Okay, Billard war easy. Tischtennis wird heftig. Nein! Nein! Egal, ich sorge dafür, dass ihr überlebt. Los, ab ins Klo! Ab ins Klo! Ich glaube, da will ich nicht rein. Ich hab gesagt, ja, ihr wurde gespielt! Und ich kann uns jetzt übel gut Upgrades kaufen. Erst mehr Speed, mehr Knockback, wobei den Jump auch einmal locken. Übrigens, je öfter wir das Upgrade kaufen, desto teurer wird es. Leute, Dance Floor! Hier ist der Dance Floor! Let's dance! Münzen! Ich muss tanzen! Wir brauchen mehr Knockback. Wir müssen Shane die Münzen aus dem Leib prügeln, wenn er nicht reinzahlt. Kommt, Leute! Alle tanzen! Shane hatte nur eine Münze. Wow. Drei Münzen fehlen uns für Knockback. Dance Floor! Ich dance in der Luft. Ja, ich seh's. Wir sind synchron.
Wir sind einfach synchron. Da steht was für dich. Och nee, nicht wieder Bomb-Tag. Ich geb dir einfach die Bomben rüber für alles, was du getan hast. Ich bin weg. Ach, der Engineer ist einfach direkt bei mir. Das Spiel ist nett. Vor allem hier kann man richtig viele Münzen sammeln. Ja, das habe ich gerade eben schon bemerkt. Chain sagt übrigens, du sollst jetzt mal seine Münze in Ruhe lassen, sonst ist er gleich weg. Hat man einen Doppelsprung? Ja. Was? Man hat einen Doppelsprung. Oh, das ist der Plus-1-Jump. Ach, dass man einen Sprung mehr hat. Ja. Hätte ich das gerade eben gewusst, ne? Same. Kann mich wer heilen? Wo ist der Engineer? Wo ist der Engineer? Oh. Chain, bleib hier, ich will dich heilen. Und wer heilt mich? Hab kein Mana. Ich mach den Parcours. Hi. Okay, lohnt sich nicht. Du darfst die einmal dahin hauen. Wow. Kannst du behalten? Eigentlich nicht die Bombe entschärfen lassen, aber. Kannst die behalten? Ich würde dich heilen, aber ich hab kein Mana. Doppelsprung, yay. Wir sollten halt wirklich einfach erstmal gucken, dass wir möglichst viele Tage überleben für möglichst viel Geld. Aber stattdessen machen wir jetzt einfach direkt schon das Leben schwer. Das sagt sich so leicht. Du meinst so leicht? Nein. Das warst du selber. Ja, der Doppelsprung hat mich auch nicht mehr gerettet. Oh, guck mal. Weißt du was, du gehst Flagge holen und ich... Du gehst Flagge holen und ich hol die Münze hier. Ist hier auch eine Kiste? Nee. Jane, jetzt darfst du ihn prügeln. Der hat eine Flagge. Die Flagge, die kriegt er nicht. Um Gottes Willen. Lass dich mal hochkatapultieren von irgendwas und nutz dann mal den Doppelsprung in der Luft. Die Flagge ist bei mir gespawnt. Ich weiß, die spawnt immer random auf einer der Seiten. Shining, guck mal, wie hoch mich dieses Teil hier boostet. Ich hab's gesehen, ich hab's gerade selber einmal kennengelernt. Ich verteidige die Flagge vor Shane. Ich glaube, es wäre andersrum. Ist es nicht. So, jetzt nicht wieder... Shane, mach doch nichts, lass ihn doch. Ich drehe mich wieder. Shane! Yay! Yeah. Shane! Nein! Gib die zurück! Autsch. Du Dieb! Du hast ihm die gegeben, du Otto. Nein. Und dafür hat er die Münzen gekriegt. Dann hau ihn runter, wenn... dafür... Er hat mich dafür geheilt. Und wer hat... Wer heilt mich, verdammte Scheiße? Niemand. Das war ein Trade. Ich habe ihm die Flagge gegeben und er hat mich dafür geheilt. Perfect. Unlocked Mana Picker. Warte, das hier zuerst. Das hier muss als nächstes. Das hier muss definitiv als nächstes. Irgendwer Münzen. Gleich. Shining, schmeiß ja. Die Münze da rein. Weißt du, was traurig sein wird? Es wird genau eine fehlen. Ich weiß. Ach ja, auf der anderen Seite sind auch Upgrades. Nee, das sind die, die wir gekauft haben. Oh. Wir haben einen Knockback mehr. Das heißt, wir können uns jetzt noch besser mobben. So, da. Mana Pickup. Jetzt können wir Mana aufheben, ne? Shining. Ja? Ich hab dir was auf Discord geschrieben. Warte, ich guck's mir gleich an, ich hol erst die Münze. Eine Münze nochmal hier in die Sneakers machen, dass die auch gesaved sind. Ich seh's schon.
Ich sehe, was du was dein Plan ist. Das hebe ich mir aber für den Tag auf, wenn irgendwie Blue und so vielleicht wieder jetzt Freitag bei Prison Life dabei sind. Die also sollen ja auch was davon haben. Das wird dann aber nur bei mir zu Shibi, nicht bei denen. Ich weiß. Und ich hab sie jetzt. Geld. In den Dingern kann übrigens halt auch Mana drin sein, in solchen Kisten halt. Ja, jetzt kann ja generell Mana da sein. So, ich nehme wieder den. Nee, also, die Mana sind nur in Kisten. Autsch. Bank, warte! Ich würde sagen, wir können gleich mal einen Trade. Oder auch nicht. Ich habe mit Shank schon getradet, tut mir leid. Natürlich heilt mich keiner, während ich auf einem HP wieder bin. So, hab sie. Entschuldigung, Shane. Ich habe nicht gesehen, dass du auch dahin springst. Nein, nein! Ich bin wieder runtergefallen. Du kannst mit einem Doppelsprung wieder zurückkommen. Bei mir hat es funktioniert. Ich habe es mit einem Doppelsprung wieder zurückgeschafft. So, erstmal die Münze hier holen. Wenn wir genug Sprünge hätten, könnten wir, glaube ich, sogar hier einfach auf die Masten hochspringen. Beim Schiff am Ende. Hast du es rüber geschafft? Ich schwör's nicht. Ja. Ich würde. Aua. Ja, ich hab's nicht mehr dahin geschafft. Ich wurde knapp vor Ende weggeschossen. Och nö. Und vor allen Dingen, ich hab nur ein Leben. Das hatte ich dir doch, bevor ihr gestorben seid. Warte. Auch. Haben wir jetzt hier auch einen Doppelsprung? Ja, wir haben. Ja. Okay, ich wollte es testen. Du Hölle. Man springt vor allem so schon übel hoch, wenn man auch nur einen Sprung auf den Rampen nutzt. Ich fahr auf der Röhre. Da gibt's sogar eine Kiste, die haben es wirklich dran gedacht, dass man auf der Röhre fahren kann. Also ich liebe diese Entwickler jetzt. Also ich liebe diese. Ich hätte alles gedacht. Ich war halt wirklich gerade über euch. Ja, ich habe gesehen, wie du da hochgeflogen bist. Okay, man kriegt keinen Schaden, wenn man gegen die Bäume fährt. Nee, das habe ich auch schon gemerkt. Als ob. Warte. Danke. Jetzt kommen wir ja überall rüber hier. Ja, hier ist jetzt wirklich kein Problem. Du kannst ja einfach über das Teil. Kannst sogar hier die Hälfte skippen. Könnten wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht in der Luft hauen? Nein! Oh, dieser Safe. Ich warte, bis der Prügler da unten weg ist. Ach, man kann über die Ballons! Dankeschön! Ja. Ich wusste schon, dass man darüber kann. Warte, hast du den Voice-Chat an? Nein. Ich hab den aus. Und warum hast du ihn gesagt, danke, Shane? Der hat doch nichts geschrieben, oder doch? Er hat mich geheilt. Da rechts ist eine Kiste, aber... Kiste. Ich wollte gerade fragen, ob man überhaupt hoch genug kommt. Also, du hast das gesehen. Ja, kommt man. Naja, das sah nicht viel hoch genug aus, ehrlich gesagt. Autsch. Diesmal werde ich nicht weggespült. Shane? Ah, da hinten kommt er. Boing. Boing. Da hinten, da ist eine Vase. Ja, hab sie. Die Dinger fallen runter. Ja. Hier ist ein Regal dort. Ziel. Ja, nein, lass mich doch auch. Ich wollte dich eigentlich nicht runterhauen. Ich habe Shane, einfach so wir glauben an dich. Dann warst du da. Wir glauben an dich. Ja, 20 Sekunden hat er noch. Wir können auch ganz mies sein und es vereiteln. Oh, ich habe irgendein Schwert gerade bekommen. Oh. Du hast einfach nur Rare bekommen, Junge. Nein, Shane ist gerade genau am Ende runtergefallen. Nein. Egal. Shane, ich arbeite jetzt für dich. Vergiss nicht, wir kriegen mehr Münzen, wenn die Blauen jetzt hier Tore machen, weil wir beide denn Münzen kriegen, Shining.
Also seine Menschen freuen. Ja, aber ich muss ihm. Es ist doch unfair, dass er nie einen Teampartner hat. Ich will einmal ihm helfen. Stellt man eigentlich, wenn man dagegen kommt? Nö. Ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber ich habe einfach mal nö gesagt. Wenn die Teamkameraden einfach gegeneinander kämpfen. Na gut, Shainzer Coins sind wichtiger. Also hau einfach drauf. Du Mieser. Ich habe schon 27 übrigens. 27? Ich habe 38. 30. Ja, du haust mir auch ständig alle raus. Wo ziehst du hin? Och, ernsthaft. Mir fällt das jetzt erst auf. Shane, hast du Tor gemacht! Das klipp ich, ne? Ja, wenn das kein anderer klippt, mach ich den Clip. Und er fliegt wieder viel zu hoch. Aber diesmal nicht ins eigene Tor. Ich dance hier ein bisschen, ne? Das ist der eigentliche Dancefloor. Ich wollte jetzt sagen, ne, wenn ich ihn so abblocke. Bossfight! Oh. Ah. Dafür brauchen wir also Sword Damage. Oh hell no. Wir haben verloren. Ihr macht das! Okay, der ist doch relativ easy. Der ist ja mega einfach. Wenn er einfach wirklich immer das gleiche Angriffsfeld hat, ist er ja ziemlich easy. Okay, der kann doch. Okay, doch nicht so easy. Ich glaube, man kann sich hier die Münzen nicht rausschlagen. Ihr müsstet hinter die Eissäulen. Ich weiß, ich lebe ja noch. Aber jetzt erwarte ich hier auch mindestens irgendwie 20 Coins oder so. Man kann sich auch nicht gegenseitig weghauen. Ja, das ist ganz gut. Battle Royale? Wir haben ein Coin bekommen dafür. Battle Royale gewonnen! Wow. Ich habe nochmal 20 Münzen bekommen. Und hast erstmal mich hintergangen dafür. Da stand Battle Royale, jetzt habe ich auf dich drauf gehauen. Aber okay, wenn wir genug Tage überleben, kommt einfach der Boss. Erstmal hole ich den Extra Jump mit meinen ganzen Coins. Ich investiere hier in einen Mana. Ja, und ich. Shane. Mana. Jetzt Movement. Movement! Kann man auch von hier aus die Waffen wechseln? Nee. Shane hat noch Münzen. Er sagt Finger weg. Er bunkert immer die Münzen. Was ich mir auch vorstellen kann, dass wir irgendwie eine begrenzte Anzahl an Upgrades haben. Weil das kann doch hier nicht so weitergehen, endlos bis da hinten hin. Oh doch, kann's. Aber wir haben gesehen, es hat ein Ende. Ja, das ist der Boss. Kann ich auf dir draufstehen? Ja. Und vielleicht wird der Boss ja auch schwerer, je weiter wir kommen. Bisher kam dieses Mana-Pickup auch noch gar nicht, ne? Auch wenn wir es freigeschaltet haben. Wir können jetzt sogar auf der rechten Seite auf die Säulen hochspringen mit unseren drei Sprüngen von der Insel in der Mitte. Du kannst sogar jetzt von da einfach zu mir hochspringen, da wo der Pilz auf der Plattform ist. Warte. Das konnte ich einfach so vom Strand aus schon. So, nö, diesmal haut ihr mich nicht runter, ihr blöden Haie. Ach, die haben dich einmal erwischt? Ja. Die Stelle finde ich ekelhaft. Warum? Wir können doch über die Bälle rüberspringen. Ja! Hier vorne ist noch eine Kiste, die ich mir holen will. Speed! Ich habe ein neues Schwert! Im Boss, in Cube. Es gibt andere Bosse. Interesting. Ich habe jetzt ein blaues Schwert, das passt auch mehr zu mir. Ich habe auch ein blaues Schwert, oder? Naja. Ich habe ein blutiges blaues Schwert. Okay, das wird ekelhaft.
Wir können aber über ihn rüberspringen. Ja, aber wie sollen wir ihn denn hauen? Ach, wenn er. Der ist irgendwann gestunt. Vergesst nicht, dass er danach, nach dem Bosskampf, hier Battle Royale ist, ne? Akai ist tot. Shane, wir machen das! Ich hatte noch einmal. Weg da! Um Gottes Willen! Pick up a shield? Tja, Shane kriegt keins mehr. Shane, schnell! Hol ihn dir! Ich glaube, du brauchst beide Schilde. Sonst wären da nicht unterschiedliche. Da hinten ist noch der andere. Schnell, hol ihn dir! Nee, Mensch, das Schild ist einfach nur da. Du musst ins Weiß, Shining. Du musst im Weiß stehen bleiben, ansonsten nimmst du Schaden. Das ist der Sinn der Schilde. Man kann immer noch runterfallen, Shane. Okay, Leute, ich mach das! Der ist ja mal interessanter als der Drache. Ja, der Drache, der war lame irgendwie. Aber der Cube ist übel geil. Vor allen Dingen, dass das Spiel Bosse hat. Ja, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aua! Da wurde er vermöbelt, so wie ich. Ich wurde nämlich auch von dem Spinner hingerichtet. Okay, darauf achten, wie das spinnt. Gut, dass er nicht immer mich anvisiert. Okay, jetzt kommt hier wieder Beyblade, Let It Rip. Einfach irgendein Schild, ne? Ja. Oder ist egal welchen. Oder vermischen die sich? Nein. Kannst denn nur das Schild ändern halt. Guck mal, der steckt zwischen der Ritze. Ja. Und jetzt mach nicht den Shane, dass du vergisst zu springen, wo eine Schlucht ist. Ich versuch drauf zu achten. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber trotzdem. Das Geile ist, diese Kugeln, die geben auch Münzen. Ich krieg pro Kugel 2 Münzen. Beste Phase. Ich geh hier nicht mehr down. Ey, ich hab mein Bestes gegeben. Ist over. Dafür brauchen wir halt mehr Schwertschaden. Für die Bosse. Aua. Ich habe mich schon echt gefragt, wofür man eigentlich mehr Schwertschaden braucht. Das Leben. Und Knockback wollen wir auch nochmal haben. Aber erstmal hier Speed. Wir müssen schnell werden. Und ich glaube, irgendwann sollten wir auch mal die Kuh kaufen. Ich will ja. Mir mal Elizabeth. Also wenn ich das gleich wieder 30 habe, dann gebe ich auf jeden Fall das Geld der Kuh. Kann man auch den Snowboard dancen? Nee. Immer erstmal dancen prüfen. Ach du Hölle. Ciao, ich hab dich fliegen sehen. Ja, ich kürze halt gerade übel ab. Ich bin unten. Du bist beim Ziel? Ah, nee, ich fahr gerade den Weg wieder hoch. Ich bin gerade auf der Röhre, ne? Ja, und ich bin unten beim Ziel. Ja, ist auch gut, dann hat's schon mal einer geschafft. Aber wie krass man abkürzen kann. Ja. Du kannst halt wirklich vom Start direkt ins Ziel springen sogar, wenn wir einfach nach hinten runterspringen, anstatt nach vorne. Ja, aber wo ist denn der Spaß dabei? Speedrun. Ja! Die Äxte haben mich diesmal nicht getroffen! Hallo! Hi, ich warte hier schon seit irgendwie 20 Sekunden. Wo ist Shane? Haben wir ihn verloren? Shane? Man kann sich hier auch hauen. Woo! Oh! Nein!
Autsch. Heilung gegen Heilung. Das bringt das, wir müssen die Strecke, glaube ich, nochmal fahren. Ja, ich weiß. Als ob man nochmal fahren muss, wenn man da rausfällt. Ja. Das schaffen wir nicht. Aber ich hoffe mal, dass wir nur ein HP verlieren. Ne, ja. Wir sterben direkt. Komplett. Und Shane ist am Ziel. Shane, nein! Wir haben ihn verloren. Ich finde, der Drache ist auf jeden Fall 10.000 Mal einfacher als der Würfel. Tja, beim Würfel war es einfach nur so, wir waren nicht genug schadensmäßig, weil ich direkt schon beim ersten Mal, bevor ich vernünftig angreifen konnte, schon. Okay, wieder Feuer. Der muss da eigentlich nur an seinem Arsch kleben. Nein! Ich habe ein Fusion Sword dafür bekommen. Ich habe ein gelbes Sword. So unverdient. Du bist unverdient. Oh, eine Axt. Weapon Damage. Da ist doch dein Weapon Damage. Warte. Kuh. Ich kauf dich. Ich hab die Kuh gekauft. Leute? Und was hat die gebracht? Ich bin jetzt lila. Och nee. Wow. Die hat ja echt viel gebracht. Und rein damit. Ich dance auf Shane. Jetzt müsste Shane eigentlich nochmal unter dir dancen. Komm Shane, drück X. Ja. Komm mal, Kaya. Mitmachen. Mann, du Enttäuschung, jetzt komm. Junge, euer Körper ist nicht da, wo er vorgibt zu sein. Das ist unser Victory Shane. Er hat es nicht drauf geschafft. Oh, der Cube schon wieder. Ja. Und diesmal haben wir sogar mehr. Nee, mehr Sword Damage haben wir ja noch nicht, aber wir sind diesmal mit mehr Leben hier. Das denkst du. Mehr Leben, das wird ausreichen. So, vergesst nicht, nicht in die Ritzen. Das musst du denen sagen, nicht mir. Autsch. Autsch! Autsch! Ich hab dich gekombot. Ja, dich gerade holz gekombot. Ich hab sogar alles gesehen. Okay, Schild einsammeln. Ich nehm den weißen. Das ist doch völlig egal, wer welchen nimmt, ey. Ich nehme noch einen weißen. Jetzt habe ich den ultraweißen Schild. Ich will vielleicht erstmal darüber. Oh, man kann ihn auch währenddessen hauen. Shane steht nach falschen Farbe. Shane, du musst in schwarz stehen. Du musst in schwarz stehen. Er ist weiß. Aber gut zu wissen, dass der Kreis, bevor er sich dreht, auch quasi eine Schockwelle ist. Da hinten fehlt noch eine Kugel. Er hat nicht mehr viel Leben, Shane. Wir können es schaffen. Viermal dreht er sich. Außer er haut euch beiden jetzt auch so eine Combo rein wie mir. Au! Er fängt ja schon mal gut an. Er ist fast tot! Okay, Shane. Jetzt beginnt die Battle Royale. Shane hat die Münzen sich gegönnt. Und die Münzen hast du nicht fürs Battle Royale bekommen gehabt, beim allerersten ich mal für Drachen, die hast Boss. Für den Drachen selber bekommen. So, saven. Wir sollten auch jetzt mal aufhören zu saven, die ganzen Dinger, und gucken, dass wir einfach mehr Münzen-Pickups kriegen.
werden die echt teuer. Hör doch auf! Dann zahl ein. Zahlen die gemeinsame Bank. Ich will gucken, ob Kevin hier irgendwo steht. Der hat 10 Münzen gekostet, der Kevin. Wir können auch die Ziege wieder aufstellen. Wollen wir das mal nächste Runde machen? Kannst du mal den Möhre mit der einen Münze? Kannst du mal mit der einen Münze den Möhre hier nutzen? Da kannst du nur deinen Skin ändern. Oh. Das kenne ich schon. Und du musst jedes Mal eine zahlen. Ich würde sagen, wir müssen George beim auch bald mal erwecken. Nein, nicht aus... George! Nein, nicht George. Ja, ich heile dich, George! George. Steh wieder auf! Hier. Mein Tanz möge dich heilen. Ich tanz in George. Beim nächsten Mal versuche ich richtig viele dafür zusammenzukriegen. Und dann ist auch mal Versus. Ich würde sagen, jetzt gucken wir einfach mal, ja, dass wir auch mal an Münzen kommen. Und ein bisschen aufs Maul hauen sollten wir uns halt trotzdem hin und wieder mal. Einfach für Fun. Weil... F steht für Feuer, das wütet und lodert. U steht für einen fairen Kampf. N steht für nukleares Waffenarsenal. Warte, können wir jetzt eigentlich hier auch auf die Masten hochspringen beim Schiff? Kannst du ja versuchen, ich bleib dann extra hier eben kurz stehen. Damit nicht instant geskippt wird. Ja, ich hab mir mal die Kisten geholt. Dann probieren wir, da oben ist aber nichts. Vielleicht versuch ich es mal über die, die auch so einen Ausguck haben. Das versuche ich doch, aber wir brauchen noch einen extra Sprung, damit das klappt. Jetzt fast hochgeschafft. Shane, du machst das! Hau ihn weg! Ja! Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn wir das streamen, machen wir auch mal von Anfang an PvP an. Dafür kriegst du einen heißen Tanz von mir. Oder wie findet... Was sagst du dazu? Wir haben einen extra Helf. George! Ja, investieren. Bei mir steht er nicht. Bei mir steht er. Investiere in Helf. Mir meine Münze zurück. Die habe ich schon investiert. Jetzt nicht mehr. Doch, die investiere ich. Ich habe sie investiert. Ob du willst oder nicht. Na los, du Loser! Ich habe das Gefühl, dass man bei zwei Leuten einfach nicht mehr raufkommt. Doch, ich konnte gerade eben da draufstehen. Ja, aber... Okay. Ja, der Dancing Turm! Der synchrone Dancing Turm, so viel Zeit muss sein. Allein dafür hat sich das Team schon gelohnt. Wir haben das beste Achievement erreicht. Leider gibt es keine Achievements in dem Game. Ich wäre mir noch sicher, nicht. Das wäre sonst eins. Also die sind ja fleißig an dem Game am Arbeiten. Also ich glaube, dass ich würde es echt lustig finden, wenn das wirklich so ein Achievement wäre, dass du irgendwie mit 10 Leuten als Turm tanzen musst. Oh ja, aber dafür brauchst du ja ultra viele Jump-Upgrades. Ja, eben deswegen. Wir sind mittlerweile echt schnell unterwegs. Speedrun! Ich häng in der Decke. Mann, seid ihr langsam! Na gut, Leute.
weg mit ihm. Das war doch ein interessanter Abend. Also, ich fand das Spiel mega geil. Kann man im neuen Jahr gerne wieder spielen. Hoffentlich hat es dann noch ein paar Updates bekommen. Dann mache ich das auch wieder als Community-Stream. Ich werde dann auf jeden Fall vorher Kollegen anfragen, hier, ob die mitmachen. Weil so einen Abend mit so 6 Leuten bei dem Spiel stelle ich mir ultra lustig vor. Also mindestens 6. Bis zu 10 Leuten. Ja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auf jeden Fall von YouTube. Ich sage ja, dass ich es auch auf YouTube hochladen werde. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, ein Like auf YouTube da lassen, Follow auf Twitch. Und ich sage hier ciao.